Maya Turbeen, Deutschlands größtes Schwimmbad des 21. Jahrhunderts. Nach Britta Steffen gibt es endlich wieder eine echte Kämpfernatur mit Killerinstinkt, die schließlich ein ganz großes Ziel hat. Die Olympischen Spiele mitzuerleben, mich dafür zu qualifizieren. Ihren größten Schicksalsschlag widerfährt Maya im Winter 2018. Ein unbekannter Mann schubst die Leistungssportlerin auf dem Weg zum Training an der Hohenschönhauser Straße auf die Tramgleise. Und ich lag da auf den Gleisen und habe einfach geheult, weil ich so eine Schmerzen hatte und mit dem Kopf auch aufgeschlagen bin und sämtliche Stellen hatte, die offen waren. Diagnose: Sprunggelenksverletzung. Kein Schwimmen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. So tief der Schock sitzt und es Überwindung kostet, in den gewohnten Sportleralltag zurückzukehren und die Tram zu betreten, gibt Maya die Hoffnung nicht auf. Sie beginnt mit einem Aufbautraining. Ihr Wille ist unheimlich stark. Ich habe mir den Knöchel so zutapen lassen, dass er blau wurde und ich musste den nach jeder Einheit sofort aufschneiden, damit mir der Fuß nicht abstirbt. Aber es war mir halt ganz wichtig, dass er stabilisiert wird und dass es halt ganz, ganz schnell wieder verheilt. Bei der Junioren-Europameisterschaft im Sommer 2018 lässt es Maya richtig krachen. Nach der langen Verletzungspause ist es ihr erster nationaler Start. Ihre Ergebnisse sind beeindruckend. Viermal schwimmt Maya auf dem Podiumsplatz, Silber bei 50 Meter Schmetterling, in der 4x100 Meter Freistil und in der Mixstaffel sowie Bronze mit der Lagenstaffel. Die Erfolge sprechen für sich. Maßgeblichen Anteil daran hat ihr Trainer Martin Dautz, mit dem sie seit 2016 zusammenarbeitet. Der hat ganz, ganz viel in meinem Leben beeinflusst. Er hilft mir, wo er nur kann. Er hat mir halt nicht nur im Sport geholfen, sondern auch auf meiner schulischen Laufbahn hat er ganz viel möglich gemacht. Auf ihren Paradestrecken macht sie Leistungssprünge, die nicht alltäglich sind. Deshalb wundert es auch keinen, dass Mayas unglaublicher Kampfgeist am Olympiastützpunkt Berlin genannt wird. Maya ist auf jeden Fall ein absoluter Sporttyp, die absolut will und die sich auch im Grunde genommen dann motivieren kann, wenn es drauf ankommt. Ein Jahr später schmückt Maya 6 Medaillen für ihre herausragenden Leistungen bei der Junioren-Europameisterschaft in Kasan. Es kann kein Zufall sein, dass die Berlinerin ihre größten Erfolge auf den Paradestrecken ihres Idols Britta Steffen feiert. Britta Steffen ist ein echter Weltstar. Unvergessen sind ihre Erfolge als aktive Schwimmerin. Die Britta Steffen, die war so, ich weiß nicht, so in ihrem Wesen, von ihrer Art her, von ihrem Charakter, von dem, was sie tut, wie sie es tut. Hat mich unglaublich fasziniert. Die Geschichte über die 18-jährige Berlinerin Maya Turbeen beginnt bereits im Kindesalter auf dem Startblock. Zudem muss sie den Balanceakt zwischen Internat und Schwimmbecken stemmen. Morgens Training, dann Schule, nachmittags bis abends wieder Training. Maya Turbeen ist im Wasser zu Hause. Da ist ihr Kampf und ihr Siegeswille sehr stark ausgeprägt. Insbesondere dann auch dann, wenn es um Teamherausforderungen geht. Mit ihrer mentalen Stärke beweist Maya, dass es ein Leben ist, das sie an ihre Grenzen treibt. Doch trotz allem ist es für sie genau das Richtige. So auch die wichtigste Entscheidung vor mehreren Jahren. Der Wechsel zum Schul- und Sportleistungszentrum Berlin. Steht für Turbeen ein freies Trainingswochenende an, besucht sie ihre Familie in der brandenburgischen Provinz oder man trifft sie am Berlins bekanntesten Hotspot, dem Alexanderplatz, an. Weil da viel Trummel ist und man einfach so in der Masse untergeht, das finde ich manchmal ganz angenehm, dass man einfach unter Leuten quasi da mitläuft. Trotz eines straffen Zeitplans merkt man Maya kaum Anstrengung und Müdigkeit an. Egal ob um 7 Uhr morgens oder um 19 Uhr abends nach dem Training. Die 18-Jährige hat immer ein Lächeln auf den Lippen, ist voll fokussiert und lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Extra Schichten im Becken und Kraftraum. Kein Tag vergeht, an dem Maya nicht an ihr großes Ziel denkt und ein leichtes Kribbeln einsetzt. Die Spreu vom Weizen trennt neben den körperlichen Grundvoraussetzungen auch Ehrgeiz, Eigendisziplin und Motivation. In Mayas Leben spielen diese Prioritäten eine große Rolle. Einst wie bei ihrem Idol Britta Steffen. Begeistert erzählt sie von ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Britta. Ich weiß noch, einmal kamen sie in die Halle und ich habe angefangen zu heulen, weil ich mit den Emotionen irgendwie nicht so richtig zurechtkam und habe mir die Hand geschüttelt und ich habe ganz viele Autogrammkarten von ihr. Sie ist alles für mich. Weil Maya auch einmal so gut werden will, sind die Steine auf dem Weg zu dieser Karriere für sie kein Hindernis. Denn ihre persönliche Stärke entscheidet über Sieg und Niederlage, die das größte Schwimmbad des 21. Jahrhunderts schon hat.
Schließlich weiß die Kämpfernatur mit dem Killerinstinkt ganz genau, für welches Ziel sie täglich am Olympiastützpunkt Berlin arbeitet: ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen.